Problem ist halt, hätte ich gewusst, ob er rübergeht oder nicht, hätte ich das machen können. So, logischerweise bin ich jetzt am Arsch, weil ich viel zu spät mit Wayne bin. Great. Ich hab dich da oben gesehen. Ist da rübergelaufen, Zeit war. So wieder ein Headshot. Uhu. Das passiert mit dem PvP-Land, Wayne. Der müsste hinten rechts. Ja, hinten rechts. Oh, oh, ich hab seine Mutter. Ich hab sie zweimal geheadshottet, die Spectral Blade. Rechts. Nevermind. Na, das lebt ja auch noch. Ich hab den vierten nicht gesehen. Nö, du. Ich dachte, ich hab sie alle. Wir werden das eh gewinnen. Hab sie alle. Ich weiß nicht, wo die Rocket hinging. Eigentlich hätten das noch 3 Kills sein müssen mit Rocket. Das ist frech. Aber trotzdem, das heißt, ich habe 3 oder 4 Resets jetzt bei Gambit gemacht. Schrägstrich, ich mache jetzt mein letztes Reset. Mein 3., 4, je nachdem. Das bedeutet, ich habe jetzt 36 Gramme. Und damit eine hoffentlich relativ hohe Chance, eine gute Handkin zu bekommen. 36, come on, 36 Versuche, da muss irgendwas dabei sein, please. Irgendwas. Doch, ich wollte das Action machen, schade. Was haben wir hier? Nein. Oh Gott. Oh nee, keine Extra Rolls, hör doch auf damit. Wozu habe ich 4 Resets gemacht? Ach Gott, warum habe ich 4 Resets gemacht, wenn du nicht einfach Extra Rollst? Ich... wenigstens ein extra. Ist ja nur die Chance erhöht, dass ich mehr als einen Roll drauf habe. Also, come on. Slideshot, oh mein Gott, die ist actually insane. Und ich habe die Wahl zwischen Opening Shot noch. Allerdings muss ich sagen, 28 Stabi könnte ein bisschen schwierig werden. So, mein Roll natürlich hier am besten noch Explosive wäre ziemlich nice. Stabil als Alternative hätte ich auch noch gern. Na gut, hier vorne ist eh schwierig, ne? Ich glaube, ich würde keine Leder Lauf nehmen. Aber die wird man behalten. Die kann schon mal was. Slideshot Explosive. Mit Zusatzmag. Die kann ich auch nicht wegwerfen. Oh nö, du. Mein Tresor wieder so voll. Oh Gott. Habe ich überhaupt genügend Glimmer? Nee, oder? Die ist es nicht. Das Ding ist klar, Messsucher ist auch drauf, aber ich will halt einfach dieses Slideshot. Oh, die hat sogar mörderische oder Messsucher, ne? Aber das ist dann doch, glaube ich, ein bisschen zu wenig Stabil und Handling für mich. Okay. Okay, die sieht okay. Ey, okay, jetzt kann ich mich nicht entscheiden. So war das nicht geplant. Ich dachte, es kommt eh nur Rotze raus, bis auf eine. Also, ich will mich nicht beschweren. Uhu. Sogar mit Stabi Masterwork, warte mal. Aber das Zwischending fehlt. Nee, das Zwischending fehlt. Ich will eigentlich die perfekte haben. Eigentlich. So, das heißt, die nächsten 9 Stück. Das habe ich nicht erzählt um eine, ja, ich habe selbst gemerkt.
Okay, langsam frage ich mich echt, warum ich diese 4 Resets gemacht habe. Gut, um die ganzen Engramme zu haben, logischerweise. Nee. Und die okay, also, actually, die hätte Max-Stabi. Allerdings relativ wenig Range. Aber Messura und Max-Stabi könnte für die Season noch geil sein. Die muss ich mal behalten. Ups, falscher Knopf. Oh, ich hab, na gut, nein, Nachladetempo kommt mir nicht mehr rein, das ist mir egal. Wenn Samus spielt, noch weiter Gambit. Na, die ist auch nicht. Hat zwar Slideshow, der Rest fehlt mir. Ich will meinen Godroll haben. Wenn er die ist jetzt sogar, stimmt, die kann auch fixer zugrollen. Oh, da hab ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich meine, die hat gut Range, relativ gut stabil und noch Handling Masterwork mit Explosive und Messsucher. Ja, also es sind jetzt schon mal ein paar dabei. Auf jeden Fall. Aber ich will eigentlich, wie gesagt, mein God-God-Roll. Ah. Ich hab kein Glimmer mehr. Nee, du. Hieß es nicht? Jetzt wird's, also wenn mal viele Perks drauf sind, wird's dann, oh Mann, ziemlich schlecht in falsche Richtung gehen. Die hätte halt auch wieder geile Stabi drauf, aber der Rest hat nicht so das, wo ich will. Nachladetempo. Bin ich so wieder Slideshot mit Stabi, mit gut Stabi und, ja, ha. Aber Multikill-Clip, gut, Demolition ist eigentlich ganz geil, aber Multikill-Clip eher weniger. Jetzt muss ich mir auch noch Glimmer holen. So eine Kack. So, 8 Stück noch. Dann auch die letzten 5. Wieder Messsucher Explosive. Actually, die ist mit am nicesten bis jetzt. Weil sie hat echt gut Stabi, gut Handling und Range hat. Die ist eigentlich echt nice. Wäre da noch Slideshot und wäre ich sogar verdammt zufrieden. Ja, mit der bin ich nicht so zufrieden. Obwohl, na, ich hab's Nachleiter mal nicht gesehen. Oh Gott. Ich will nicht noch Resets machen. Warum bist du so? 5 Versuche noch. Please. Oh Gott! Warum habe ich gern mitgespielt? Ich hinterfrage mein Leben. Ich bin ein bisschen traurig, ich gebe es gerne zu. Ich meine, ich habe jetzt ein paar gute, aber mein Roll war echt nicht mehr dabei. Mann! Ich muss mal gucken, welche davon die beste ist. Dazu wird ein einzelnes Video kommen, wenn ich mal teste, ob sie wirklich wert war. Oder nicht, das sehe ich dann. So, ich würde ganz frech behaupten, das hier ist die beste, die wir bekommen haben. Korkenzieher 3 mit plus 5, plus 5, plus 5 ist eigentlich ziemlich nice. Zusatzmagazin finde ich auch nicht mal so schlecht, weil es mit 2 Kugeln mehr gibt, aber ich habe halt Slideshot, also... Haha. Brauche ich jetzt nicht unbedingt mit Slideshot. Im Rutschen, was ich unbedingt will. Explosive, was ich eigentlich am liebsten drauf haben will. Masterwork Range. Das heißt, sie hat schon gut Reichweite, aber der Rest ist für einen Titan oder einen Hunter, glaube ich, nicht das Beste. Also ich glaube, ich brauche eigentlich schon hier Range und hier Stabi oder halt andersrum hier Stabi und hier Range noch. Denn stabile Geschosse wäre ich auch nicht mehr drüber, ein bisschen mehr Inaccuracy, klar, 5 Range weg, aber hier unten 10 dazu. Ha, aber sie ist relativ close, muss ich sagen. Und ich komme mittlerweile recht gut mit unter 40 Stabi, klar, es funktioniert. Sad. Das heißt, wir spielen wohl weiter Gambit, den momentan, wie ich finde, besten Modus in Destiny. Da bleibe ich dabei. Ich finde den Modus spaßiger als Quickplay, spaßiger als Strikes oder Patrouillen. Ich mag Gambit. Ich mache mir Sorgen um mich selbst. Okay, es tut mir leid. Das sind jetzt alle 5. Die beste, wie ich finde. Den Roll, den ich actually diese Season noch gut finde, je nachdem, wie stark Messsucher genervt wird. Selbes Prinzip hier, allerdings mehr Range, weniger Stabi, also auch gar nicht mal schlecht. Das hier ist halt ein Roll, den ich actually ausprobieren will, weil Auge des Sturms echt verdammt gut sein kann.
Nur die Stab mit 28 könnte es mir wieder komplett kaputt machen. Nee, Mann. Ich lösche meine Schmerzen überhaupt nicht. Ja, mein Tresor ist immer vollgemüllt. 598 von 600. Ich kann mich von den alten Stuff nicht trennen. Ich meine, du siehst hier die ganzen Verbesserungskerne. Ich habe jetzt auch noch ein paar tausend dabei. Ich kann es einfach nicht. Ich sammle den Shit die ganze Zeit.